Willkommen zurück zu Dynasty Warriors 7. Im letzten Part haben Dongwei und Dang Ai sich schon mal durchgekämpft und jetzt werden sie hier bald eintreffen. Beziehungsweise Dongwei ist ja schon da. Ich weiß nicht, ob es Dang Ai auch schon ist. Ne, der kommt wahrscheinlich über die Berge noch dazu. Und er hatte den Bergpfad gewählt, um dann von dem Berg aus auf die Gegner loszustürmen. Denn sind sie verwirrt, weil es unerwartet ist und weil es ein epischer Hinterhalt ist. Und dann noch Dang Ai da, dann läuft das. Zhonghui und Sima Zhao hier, die müssen das jetzt erst managen, bis er da eintrifft. Das ist, glaube ich, die finale Schlacht. Wir werden auf jeden Fall wieder auf Jiang Wei treffen. Ja, und diesmal greifen wir mal an. We cannot allow Dong Ai to get there first. Shouldn't we be picking up the pace ourselves? Passt schon, ne? Ist doch egal, Hauptsache wir schaffen das. Nicht immer innere Wettbewerbe, ey. Führt nur zu Problemen. Lord Dong Ai always comes through when we need him. Ja, das ist richtig. My lord, word is that you have grown to be a true leader. They say you could even be emperor. No, forget that. Ja, stimmt, ne? Ist nicht mehr so faul wie so früher. Mhm. Everybody here believes in you, my lord. They are all working together towards the upcoming battle. Na klar, guck mich nicht an, wenn du mit mir sprichst. Haben die Beziehungsstress? And I have faith that you will have no problem justifying their trust in you. I am pleased to hear so. Thank my lord. Come, Yuan Ji. It is time to bring an end to the delusions of Jiang Wei and eliminate Xu for good. Ja. Ja, da ist das Finale. Jetzt kommt diese geile Musik, die ich so abfeiere. Die ist so geil. Die ist einfach nur episch. Sorry, Leute. Wie die Chibi-Musik. Einfach nur geil. Ja, was das für eine Stimmung macht. Hört euch das mal an. Geil. Wie damals die Wuchang-Ebene Musik, die heutige finde ich nicht mehr ganz so gelungen, aber früher Dynasty Warriors 6, Genesius Sanctuary, oh, die war auch so herrlich, ach, hammer. Na gut, Liu Tan, oh, holy moly macaroni, nicht nur Jiang Wei, jetzt ist wieder wirklich Liu Shan, der Kaiser von Shu. What the fuck, aber ansonsten keine große Bedrohung, ne, die kommen bestimmt noch alle, also nur Jiang Wei, okay. Mein Finger auch nur Jiang Wei. Ich hab da nichts gegen. Tada. Ist die Musik geil. Na, jetzt geht man. Das ist wirklich die letzte Schlacht, deshalb möchte ich noch kurz was sagen. Ich werde im Eroberungsmodus nicht spielen. Aber Dynasty Warriors 7 Empires und Extreme Legends. Und danach werde ich als neues Let's Play den Eroberungsmodus machen. Also kommen wird auf jeden Fall nur, aber erst ganz zum Schluss. Warum war es das danach erstmal mit Dynasty Warriors 7? Aber egal. Der kommt noch, Freunde, der kommt noch. Ich werde wahrscheinlich der Einzige sein, der den überhaupt Let's Play. Weil es ein bisschen storylos ist. Aber trotzdem geil. Ich finde den nicht schlecht. Wie gesagt, ich spiele den nur, wenn ich Dynasty Warriors 7 spiele. Liegt aber auch daran, weil ich da freie Charakterauswahl habe. Können wir auch Lu Bu spielen und sowas, wird richtig cool. Was können wir auch in Dynasty Warriors 7 Empires und Extreme Legends, also. Aber egal. Konzentrieren wir uns auf die Schlacht. Und ich merke, dass Sima Zhao wieder nichts hinkriegt. Zhonghui, Dang Ai, die haben immer alles one-hitted. Fast. Getwo-three-hitted. Sima Zhao braucht da schon ein bisschen länger. Liegt vielleicht auch daran, dass es die letzte Schlacht ist, weil die Stats sagen was anderes. Tja, 100 mehr auf jeden Stat. 100 bis 150. Der erste ist schon mal baden gegangen, das freut mich doch. Boah, Zhonghui. Musu. Geil. Echt. Moment mal, ich glaube, da kommt doch noch eine Schlacht. Ich will nicht so viel sagen. Lassen wir das. Ach komm. Yes, mich hier. Aber das ist halt die finale Schlacht mit Shu, ne? So war es gemeint. Ah, jetzt lang wohl mich nicht. Zack.
Zuck, zuck, im Frack. Da, 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 Hurenhau. Ach komm, nein, Bogies. Ihr geht mir wieder mal auf den Nerven. Das könnt ihr immer noch. Auch in dieser finalen Schlacht mit Schuh. Da, da. Ich sterbe. Lass mich Hurenhau. Hurenhau, du kriegst jetzt deine Haue. Okay, das war kein guter Reim. Oh, da kommen sie von oben. Hab euch gesehen. Ihr könnt mich nicht überraschen. Ah, scheiße. Hinterhalt. Keine Augen im Kopf. Hab nicht hochgeguckt. Verdammt. Dann tut's mir leid für dich. Dann geh mal zur Optiker. Bam. Ah, gib her, gib her, gib her. Oh yeah, die Schuhe hier. Die kommen uns zwar zugute. Und wie? Täuschen die Rückzug vor. Was machen die? Oder stürmen einfach nur das Hauptglas. Kann natürlich auch sein. Moment mal. Tja, schon. Was ist denn der Boss? Na egal. Geh sterben! So, jetzt dürfen wir die da mal nicht entfliehen lassen. Das ist ja nicht so geil. Oh, jetzt hau nicht ab! Hau nicht ab oder ich hau dich. Ich hau dich! Hat. So. Dich gewahrt! Hab dich gewahrt, Lydia. Du kämpfst aber hier tapfer und rennst nicht weg, ne? Johnny Kent, my friend. Und nein, der Typ hat wieder mal nichts mit Sun Jian zu tun. Das ist auch ein Running Gag geworden, ne? Obwohl es nicht lustig ist. Das sage ich immer. Bam. Abwehr durchbrechen und let's go. Mann, warum funktioniert das denn nicht? Treffen muss gelernt sein, Mann. Ach komm, ey, jetzt stell dich mal nicht extra so doof an. Ja, sind wir, ciao. Das ist ja nicht witzig. Ah, jetzt denkst du wieder nur ans Fressen, ne? Wir müssen uns mal ein bisschen sputen, ansonsten kriegt Jia Chong gleich ein bisschen Besuch und ich glaube, der Besuch ist nicht so willkommen. Ich glaube das mal ganz stark. Ich glaube. Nein, ich bin nicht gläubig. Shit. Oh! Wie viele sind denn das? Muss ich ein bisschen aufräumen oder was? Dann machen wir es doch mal. Was? So, ne, das, der grobe Pöbel sollte beseitigt sein. Hey, lass mich ruhen. Lass, ach komm, nee, das ist ja nicht dein Ernst, oder was? Das glaube ich jetzt aber nicht. Dann muss ich die Axt des Kriegsgottes aufheben. Und diesen Sprachfehler mal sein lassen, so. Ist der Finger oben, wird man dich loben. Jetzt wieder der Finger. Bats. Und tschüss. Macht alles mit dem Finger. Links macht er das. Macht das wirklich mit links? Das will ich jetzt mal schauen. Das wäre ja geil. Da will ich mal gucken. Oh, du sollst die anderen Musu mal lappen. Jetzt macht das extra nicht. Hör nicht mal was, der mal uns so tief zeigen will, dann macht das nicht. Ist klar. Bist du doch wieder der faule Sack? Dann sag mir das. Sag's mir. Geb's mir, Alter. Geb's mir. Da gümpelt noch einer rum. Auch wenn er nicht blinkt. Was hat's mit dem auf sich? So, der kämpft da mit Hufen. Hufen. Das ist die Mehrzahl von Hufe. Hufen. Das ist das, was die Pferde haben, ne? Ist klar, Murat. Hufen. Geil. Jetzt ist immer ein Jiang Bing. Benutzt bestimmt immer Bing-Suchmaschine. Die ich abgrundtief hasse. Aber auf jeden Fall. Es gibt ja auch so eine komische Suchmaschine. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Da kriegst du Geld, wenn du da mit suchst. Aber irgendwie so richtig wenig, dass sich das kaum lohnt. Also ist nicht mein Ding. Wer es braucht. Und das basiert nicht auf Bing-Suchmaschine. Also totaler Crap. Ich finde. So, jetzt mal. Der Finger. Ja. Ja, der macht das wirklich mit links. Egal. Ihr habt ein paar Steine.
Ja, ist ja gut, Mann. Behaltet euren Albert Einstein da selbst, ey. Gibt's doch nicht. Aber sie haben Ruhe gegeben, ne? Also, fühlt sich schon wieder welche cool mit. Boah, kann große Steine so heben, ey. Bin der geilste Fitnessstudio, Alter. Merkt das schon, ich merke das schon. Jetzt erstmal Fug wie an eins auf dem Zaun. Den kleinen Assi hier. Zack, zack, zack. Ja, jetzt eine Runde surfen, ne? David Hasselhoff. Zimmer Hasselhoff. Ah, und das war's. Hä, wo müssen wir jetzt sehen? Geronimo! Ja, da müssen wir hin. Geert. Ja, schlagen sie sich da hindurch. Als ob hier so viele Gegner sind, ne? Ist ja richtig schwer, sich da hindurch zu kämpfen. Oh, diese Gegner hier. Öffnet mir das Tor. Achso, wegen Shinkai. Na gut. Boah, da hinten der Wasserfall, richtig geil gemacht. Die Map ist aber auch ziemlich groß. Ich finde die Map auch ganz okay. Die ist ganz schön. Wisst ihr, wer nicht schön ist? Shinkai! Die ist nicht schön. Finde ich Wang Yuanji schöner. Und Bao Xian Yang und Lian Chi, aber naja, lassen wir das mal. So ein Shang Xiang sieht wieder richtig kacke aus. Design Dynasty Warriors 6 so gut aus. Wenn wir jetzt schon über Frauen reden. Zhen Yi sieht richtig geil aus. Hier. Ich sage in 6 aber auch gut aus. Dio Chan, ja. Dio Chan wieder nicht so. Sein 6 besser aus. Wen gibt's noch von den Frauen? Ja, Yu Ying sah auch in 6 besser aus. Irgendwie sahen die Frauen in 6 besser aus. Im Großen und Ganzen. Wen gibt's denn noch? Also am besten finde ich ja Bao Xian Yang. Nur ihr Mann, Guanzuo nicht. Der unnötigste Charakter. Wen gibt's denn noch im Ernst? Ach, Zai Wenji gab's ja früher gar nicht. So auch ganz okay. Ach, Su Rong. Aber die gab's in 6 auch nicht. Nicht mehr, weil 6 einfach scheiße ist. Dass man die Hälfte der Charaktere eliminiert hat. Ja, und Dakia und Xiokia. Aber die mag ich beiden nicht. You're awfully quiet. Not what I'd expect from the leader of a fallen army. And you're not at all what I expected from a traitor to his kingdom. If anything, you have shown you possess the confidence and bearing of a true ruler. Oh, das Selbstvertrauen besitzt er ja nicht, ne? Liu Chan, wo Liu Bei gestorben ist, ist er ja Kaiser geworden. Dann meinte er ja so: Nein, ich kann das alles nicht. Ich kann das nicht. Ich kann kein Kaiser sein und so. Die Sima Zhao auch. Also, das haben sie ein bisschen gemeinsam. Aber der ist wirklich Lappen, ey. So viel Selbstzweifel. Er hatte Minderwertigkeitskomplex, der Typ, wie er auch schon aussieht, ey. Babyface! Ich hasse ihn. Genau deswegen hasse ich ihn, wegen seinem Babyface. Jetzt kommen die ganzen Baby-Fans. Oh, Babyface ist doch niedlich. Ich weiß nicht, was an Liu Chan niedlich ist, meine Freunde. Hey, nicht so rumschubsen, ja? Kann auch zurückmobben, hörst kann er. Los, Connor. Oh, Mann, wenn er die ganze Zeit. Try and stop me. Haben sie eben geschafft. Wer das auch mal war. Wird diese ganze Assis hier killen? Was sind das für welche? Och, kommt da wieder von hinten und schubst. Kann nur schubsen, der Typ. Kann nur schubsen, kann ich angreifen. Nur schubsen und Musu. Schubsen und Musu, mehr kann er nicht. Oh, wo kommt denn die ganzen Offiziere weg? 5 gegen mich. Gut, ich habe auch noch Gehilfen hier, aber trotzdem. Schon krass. Was? Fuck. Das sind einfach zu viele. Boah, was war das? Ach, das ist Wang Yuanji. Hat der Befehl Jiang Wei übergeben?
Doch im Ernst? Chiang Wei ist jetzt Kaiser und Liu Shan zieht sie zurück. Im Ernst, ich kann doch gar nicht sein. Du entkommst mir nicht, du kleiner Drecksgel, du. Nein, nicht. Entkommt. Haha, das denkst du dir so, Alter. Von wegen, nicht mit mir. Boah! Wo ist er? Der darf nicht entkommen, der Dreck. Der Dreck, sagt man. Soll nicht entkommen. Nein! Er hat eingefroren! Und stirb! Da guckst du, wa? Auch jetzt zieht er sich zurück nach Burg Chengdu. Wir sind ihn nach Chengdu folgen. Ja, stimmt schon, aber hier sind dann ganz viele andere Asis. Die müssen erst weg. Jetzt haben wir am Ende irgendwie 10 Gegner am Hals. Das wäre nicht nett. Also gar nicht. Oh nee, nicht schon wieder. Ja gut, dann muss ich die erstmal loswerden. Nee, das mache ich nicht mehr mit Ballisten. Seit dem letzten Part habe ich rausgelernt, dass es krank ist. Das geht ja gar nicht, ey. So. Nee. Nein. Zimmerzau mag kein Schweizer Käse und selbst will auch keiner werden. Okay. Ach, Madai ist das. Madai. Oh, die dürfen uns nicht erwischen hier. Nein! Oh Gott! Komm mal hierher, da finden sie mich nicht. Treffen sie mich nicht. Brauchen erst ein bisschen, bis sie sich umgedreht haben. So, du fliegst jetzt hier mal schön runter, okay? Oh, tschüss. Guten Flug. Zack. Ah, komm, jetzt besiegen wir die auch noch, auch wenn sie uns jetzt zum Schweizer Käse verarbeiten. Yeah! Meine Balliste! Aufräum-Action! So. Shooter. Call of Duty. Was passiert mit dem? Seht ihr das? Wie hoch der schon geflogen ist? Voll unrealistisch. Bei dem ist es normal, aber der eben ist bis zur Burg mal hochgeflogen. Was geht mit dem? I believe I can fly. Das kann ich nur, da ist eben Empires. Das ist auch schon mal einer bis zum Himmel hochgeflogen. Übelst unrealistisch. Aber gut. Jetzt greifen wir aber wirklich an hier. Ja, von wo aus soll ich da angreifen? Ach, okay, die greifen von da aus an. Okay. Ich gehe mal hier lang. Einfach weil Baum und weil ich es kann. Deswegen. Ich wusste, dass sie sich auch hier noch irgendwo rumtreibt. Yu Ying, dein Mann ist tot. Okay, der Running Gag, den lassen wir jetzt echt mal. Ja, Katapult. Erstmal jetzt hier die killen. Was sind das für Geräte? Sind das die Katapulte? Yo, es sind bewegliche Katapulte. Richtig geil. Erstmal Yan Yu killen hier. Oh, die Schlacht, die ist aber echt lang. Finde ich nicht unbedingt schlecht, aber anspruchsvoll auch. Licht an Simazao. Nichts gegen dich, Simazao, aber du sollst dir mal eine vernünftige Waffe kaufen. Die Schaden macht. Ach komm! Ha! Yan Yu, wie geht's? Wie steht's? Altes Haus. Und eine Runde surfen gefällig. Ach komm, ey. Sei doch nicht so ein Spießer. Nicht groß bin, will ich auch mal Spießer werden. Und lass die Katapulte in Ruhe, die brauchen wir noch. Welcher Spaß macht die Katapulte kaputt? Du bist sehr kontraproduktiv, weißt du was? Leo Quinn. Idiot bist du. Wirkliche Katapulte, die kann man nur in diesem Spiel, in dieser Schlacht, glaube ich, steuern. Das Ding ist ja geil. Macht ja richtig Laune. Schau ich das mal an. Birds. Macht zwar keinen Schaden, aber trotzdem macht richtig Bock. Birds. Wie schnell die schießen. Das ist ja richtig geil. Das ist so ein bisschen wie bei Dynasty Tactics. Da können die Engineers ja auch die Katapulte bauen. Die schießen auch so ähnlich. Ja, die ganzen Moloche sollen damit kaputt machen oder was? Verstehst nicht. Versteht das nicht? Ja, scheinbar. Scheinbar schon, ja, Mann.
So läuft das. Hier, zack. Moloch kaputt. Moch's kaputt. Moch's kaputt. Ja, so muss das. Noch Moloch. Zack. Zack. Tschüss, Moloch. Da warten schon die nächsten. Und zack. Voll ins Schwarze. Ja, ich wollte eigentlich beide zerstören. Yes, und ich habe beide zerstört. Oh, scheiße. Wir haben versagt. Ich kann natürlich jetzt Katapult einfach über die Brücke bis nach unten da transportieren, aber nee, 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 nee. Ich will euch nicht langweilen, deswegen greife ich jetzt hier einfach mal an. Galaxis kriegt sie uns doch da. Haha. Na, Yuji, wie geht's? Oh, scheiße. Anscheinend sehr gut. Aber jetzt nicht mehr. Mein Lord, sagt sie immer noch. Ich meine bestimmt noch jubilieren. Aber der ist ja tot. Ich muss den Gag wieder bringen. Es tut mir leid. Und, Idiot, ey. Ja, Wang Junji kriegt den Kill. Na klar. Und dann mich loben. Na klar. Hat sie den Kill gekriegt, ey. Nur deswegen lobt sie bestimmt. Ja, was ist eigentlich mit Dang Ai? Achso, er ist da. Oh, ja. Yeah. Mit wem denn noch? Dang Ai? Super Wang. Deng Zong. Achso, das ist der Sohn von Dang Ai, ja. Oh, mehr nicht. Waren doch so viele. Na gut. Ich erwarte den Befehl. Ja, chill erstmal eine Runde. Dang Ai. Eher da als wir, muss man mal sagen. Oh, Guazu, der unnötigste Charakter vom Spiel, ist aufgetaucht. Yay! Hä? Ach, der nimmt Liu Chan jetzt doch noch mit. Okay. Wie gesagt, das glaube ich dann doch nicht die letzte Schlacht. Zack, und tschüss. Oh Gott. Axt des Kriegsgottes. Und jetzt Dolph Strike Back. Paar Schlitze in your face. Ja, Hua. Das ist auch schon ein alter Veteran, ne? War schon bei Wu Zhang eben dabei. Das heißt schon, aber trotzdem. Oh, so sagen. Dang Ai auch. Abwehr und hier noch der gute Zhang. Hier, der auch. Der auch. Der versteht sie wahrscheinlich mit Yahua. Beiden sind schon Veteranen. Zu dieser Zeit. Alle Power-Ups. Let's go. Gehen wir mal zu Dang Ai. Jetzt mal Bock drauf. Grüßen wir auch mal herzlich. Dang Ai. Wo ist er denn? Da ist er. Hallo. Hab dich vermisst. Jetzt räumen wir hier mal auf. Wei-Armee ist wieder vereint. Also das heißt ja hier noch Wei. Und das Alt-Wei ist ja wirklich jetzt ganz vernichtet, weil Cao Mao hat ja ins Gras gebissen. Yeah. Nein. Idiot. Und der Sohn von Guan Yu oder von Guan Su, wer es auch immer ist. Ja, Guan Yu nicht. Guan Su schätze ich. Sohn von Guan Su. Oder Guan Pings Sohn. Das kann auch sein. Game on! So, haben wir auf dieser Seite schon mal aufgeräumt. Auf der Ostseite. Jetzt müssen wir in den Westen. Vom Osten in den Westen. Hm, woran erinnert mich das? Also nicht so an eine Berliner Mauer oder so, ne? Lassen wir es unkommentiert. Attacke, Attacke, Attacke. Angriff auf die Burg. Aber erstmal räumen wir hier auf. Also geil, ey. Mucke, komm nicht drüber weg. Da haben sich doch echt was bei gedacht, oder? Meinung zu dem Soundtrack in den Kommis. Fürs Finale. Epic. Wenn wir Dynasty Warriors 7 Empire spielen, werde ich die auch oft benutzen. Zumindest immer im Finale. Da freue ich mich schon drauf, weil da kann man ja wieder die Musik auswählen. Das konnte man, glaube ich. Konnte man schon auch in Dynasty Warriors 4 Empires, der ersten Empires? Glaube nicht. Nee, da konnte man es nicht. In Dynasty Warriors 5 Empires, das habe ich so abgefeiert, dass man die Musik auswählen konnte.
Und in 6 gab es so viele Soundtracks. In 7 haben sie sich wieder ein bisschen beschränkt. Das finde ich nicht gut. Also 7 finde ich das Soundtrack-Auswahl nicht so gelungen. Wenn sie sich mehr auf die neuen Dynasty Warriors beschränken. Na klar, werden immer mehr Soundtracks, aber trotzdem. Bei 3 und 5 fehlen voll viele. Also das ist nicht ganz so toll. Aber wenn ich schon noch mehr dazu sagen, wenn wir es dann let's playen. Ja, Gesundheit erhöht, bringt ja echt was. Ich hätte lieber Leben, Mann! Ah, der unnötigste Charakter wieder. Ich nenne dich gar nicht Guanzu, ich nenne dich nur der unnötigste Charakter. Ist dir schon mal aufgefallen, Guanzu? Ist dir schon mal aufgefallen? Ist dir das schon mal aufgefallen? Komm, ey. Nerv nicht. Jetzt willst du Bock auf eine Runde zu surfen, nicht mal das hast du. Du bist so ein Langweiler und jetzt rennt er weg. Du bist ja der Richtige. Du bist ja der Richtige. Zack, Abwehr durch. Du bist so ein Spaß, bist du. Mann, der mir auf den Nerven. Nerv mich nicht. Du bist einfach nur scheiße. Gehst mir auf den Sock. Aber du kannst nichts mehr dagegen tun. Wir sind in der Übermacht. Auch der Musu wird dich nicht mehr retten. Und zurück und du. Ach shit, wer hat da nur ab, ey? Komm! Das denkst du dir so. Abwehr durchbrechen und der auch mal Musu hinterher. Boots! Macht aber keinen Schaden. Was zur Hölle? Was ist denn hier los? Och komm, wird's immer langweilig, my friend? Gibt's da nicht? Oh, alles voll. Oh, wie geil. Hätte ich das eher gewusst, hätte ich es noch nicht genommen. Aber jetzt hier nochmal ein bisschen kassieren, ja? Seht ihr den Einhieb? Das hätte nicht sein müssen. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Wenn es ja wohl mit dem Leben noch locker schaffen hier gegen Liu Chan oder wer der ist. Ne, Jiang Wei, ne? Liu Chan ist ja geflohen. Okay, Jiang Wei. Epic Duel. Du oder ich? Meine 4 Invasionen waren echt genug. Das hat es fast zum Überlaufen gebracht. Ja, und er hält immer noch an Liu Beis Träumen fest. Na klar! Ja, ja, schön für dich, Jiang Wei. Deswegen hat Wei Yan sich gegen dich geschworen, weil er keinen Bock auf dich hatte, weil du so super bist. Du bist ein Versager, Jiang Wei. Bist du ein? Brauchst du auch mal Dai, um Wei Yans Rebellion niederzuschlagen? Bist ein Loser! Oh! Das war seine Antwort, hat ihm nicht gefallen, wie ich ihn hier nenne. Dann muss ich es ihm erst beweisen, dass er ein Loser ist. Mensch, wo kommen die ganzen Bogen ungefähr? Das sind doch meine. Wahrscheinlich hat es mir auch noch nicht mal Schaden gemacht. Ich sehe nur Bogenschützen und dann denke ich, oh Scheiß. Ja, Bogenschützen, dein Simon, es gibt nichts Schlimmeres, Freunde. Nichts Schlimmeres auf dieser Welt. Keine Finanzkrise oder so ist schlimmer. Och, gucken wir noch ganz schnell ins Fass, wenn wir schon mal hier sind. Ehe, dass wir den jetzt umbringen. Ja. Immerhin, ne? Voll unnötig hier das ganze Leben. Weil, wofür im Ernst, Freunde? Und tschüss. Oh, der haut noch. Babyface. We hereby surrender before you. Das ist doch mal eine gute Entscheidung. Es sieht so aus, als wenn er den streichelt. Aber ein Babyface. Shu still has resources to spare. It seems a little premature for them to surrender. That's why it is a good one. From just the smallest skirmish with us, he has seen he cannot win. He has realized his limitations and has chosen surrender. You see, he knows what he wants.
not fighting Liu Bei or Zhuge Liang. Their leader is still very much alive. The long age of the Three Kingdoms finally came to an end at the hand of Sima Zhao. Liu Shan chose to surrender, thus sparing the lives of his people. Afterward, he was relocated to the Wei capital and was named Duke of Anle. He was the defeated ruler of a dead nation, a disgrace to his father. He was showered with endless ridicule and jeers. But now that it was all over, he was finally able to smile. It sure feels good to know that Shu won't be giving us any more trouble. Hey, they'll hear you. Here, drink up. Does it make you sad to think of your country? Not at all. In fact, I'm enjoying myself. There's no one around to tell me what to do anymore. No need to follow the dreams of the dead. Too true. Too true. Those who built the Three Kingdoms were too idealistic. We have been trapped by their dreams, and that has kept the war going. But enough is enough. We must open our eyes. We are the new generation! Sima Zhao took the title King of Jin and began his preparations for a new age. However, destiny had a different idea. He died a year later. His son, Sima Yan, forced the Emperor of Wei to abdicate, thereby destroying the Kingdom of Wei. Later, he himself became emperor. Over time, Wu underwent political upheavals and began to lose power. 15 years after the establishment of the Kingdom of Jin, Wu surrendered to Jin.
No one can surpass me. Not now, not ever. Stage until this chaos comes I'm to an to end. Win, win, and win some I more. I live for the day this chaos comes it to an end. It cannot be defeated, for I fight to protect we the greater cause. Justice back to this world, no matter what all the cause. My wisdom, I devote to those I love and care my efforts will restore peace. I live for the fight. My motivation lies in my pursuit for protecting my life. I only hope that it will be on the field. My bow has never missed its beat. No, like the way it was before today. We live in a world. I won't stop until I fulfill my duty. Thus, the three kingdoms of Cao Cao, Sun Quan, and Liu Bei were all eventually conquered under the rule of the Sun clan. Tja, Freunde. Damit endet dieses Let's Play. Oh, ich bin irgendwie ein bisschen traurig. War schon geil. War schon echt sehr, sehr geil. Ah, herrliches Projekt. Hat mir echt sehr viel Spaß gemacht. Ich werde jetzt trotzdem mein Fazit abgeben, obwohl ich noch den Eroberungsmodus irgendwann machen werde. Aber ich werde schon mal ein bisschen mit einbeziehen, wie geil der ist. Mit Dynasty Warriors 7 haben sie echt wieder sehr viel verbessert. Dynasty Warriors 6 war der größte Fail ever. Selbst Dynasty Warriors 2 war geiler, meiner Meinung nach. Oh, weil die haben einfach alle Charaktere rausgenommen und ja, weil ja, die Schlachten waren teilweise ganz okay, aber auch nur teilweise. Mir fällt. Ich habe jetzt auch ganz ehrlich nur Burke Fail gut in Erinnerung. Der Rest war crap. Burke Fail war sehr geil, aber der Rest war eigentlich nur beschissen. Schlacht der gelben Turban war richtig schlecht. Bei Dynasty Warriors 6. Aufstand der gelben Turbane. Zum Kotzen. Hulao-Tor ging noch ganz okay. Aber ich will jetzt hier nicht. Ich will jetzt hier nicht Dynasty Warriors 6. Über Dynasty Warriors 6 reden. Auf jeden Fall haben sie hier alles rausgeholt. Alle Charaktere außer Zuzi zurückgeholt. Was ich sehr schade finde. Und. So viele geile Sachen erfunden hier. Geile Story. So viel Emotionen drin, ne? Kann man natürlich geteilter Meinung darüber sein, dass es zu viel Emotionen ist, aber es hat schon Filmcharakter, ist so genial umgesetzt. Also Dynasty Warriors 7 ist mit Dynasty Warriors 3 mein Lieblings-Dynasty Warriors. Von der Story und von der Aufmache her ist es das beste Dynasty Warriors, vor allem. Im Ernst. Und von dem Modi steckt sowieso alles locker in die Tasche. Wobei Dynasty Warriors 5 auch recht gut war, aber nur mit Extreme Legends. Extreme Legends ist hier wieder ein bisschen schwächer als bei 5. Also man sagt, manche meinen ja immer, dass Dynasty Warriors 5 das Beste ist. Sehe ich ja nicht so. Sehe ich gar nicht so. Es ist ein gutes Spiel, aber joa. Ist ein gutes Spiel, mehr aber auch nicht. Ist jetzt nichts, nicht irgendwas Atemberaubendes wie hier. Das ist so epische Story. Alles wirklich. Die ganzen Charaktere und wie die aufgemacht sind. Ja, manche sind natürlich unnötig. Figuren zu, habe ich ja schon mal drauf eingegangen. Muss ich jetzt nicht nochmal erläutern. Aber dann mit der Jin-Story, die dazu gekommen ist. Man wollte ja immer wissen, was danach ist. Nach Wuzhang-Ebene. Und das geht's jetzt. Auch wenn ich das noch nicht weiß, so ganz genau, was alles vorkommt. Aber jetzt wissen wir es wieder ein bisschen. Na, vergesse ich eh wieder alles. Aber vielleicht jetzt die Jin-Story auch wieder in Dynasty Warriors 8. Dann erlebe ich die wieder und vielleicht auch wieder mit euch. Aber jetzt will ich erstmal Dynasty Warriors 7 Empires und Dynasty Warriors 7 Extreme Legends spielen mit euch. Danach. Und ich gebe natürlich wieder eine Wertung. Also sehr, sehr geiles Spiel, muss ich schon sagen. Das ist der Eroberungsmodus, ist auch geil. So ja, man erobert immer Gebiete, man fängt an in der Welt und erkundet praktisch ganz China und in jedem Gebiet, in jedem Territorium passiert irgendwas. Man muss irgendwas machen. Immer eine andere Mission. Man muss Waffen sammeln. Man muss alles Mögliche machen. Man muss Städte erobern. Das ist so geil. Wie ein Rollenspiel aufgemacht. Man muss Quiz beantworten, man muss sich so ein bisschen hocharbeiten. Wie ein Rollenspiel ist das, Eroberungsmodus. Einfach nur genial. Aber den machen wir auch noch. Das Dumme ist, ich habe den natürlich schon fertig gemacht, deswegen ist es alles schon fertig. Kann ich euch nicht mehr ganz richtig zeigen. Aber wird trotzdem okay. Aber auch nur okay, ne? Nee, wird schon ganz gut. Aber erstmal spielen wir als nächstes Dynasty Warriors 7X. Nicht Extreme Legends, Empires. So. Aber jetzt wirklich zur Bewertung: Story. Hammer, Hammer, Hammer. Basiert natürlich auf der Geschichte der drei Reiche und auf das, was danach kommt. Die Jin-Story halt. Die lassen wir so stehen.
Weil Innovation kann man ja nicht sagen, das ist ja auch eine wahre Begebenheit, ne? Aber wie es umgesetzt ist, das ist hier so gut wie noch nie. Das ist hier noch so gut wie noch nie. Man kann bei Dynasty Warriors eine neue Story bewerten und immer darauf eingehen, wie gut es umgesetzt ist, wie realistisch es ist. Zum Beispiel ist bei Dynasty Warriors 2 ganz dumm. Es steht Guan Yu in der Schlacht von Yilinga und trinkt sie einen Kaffee. Ne, trinkt sie einfach einen Tee oder so. Er trinkt sich da echt was in der Zwischensequenz und die Schlacht von Yiling fand ja nur deswegen statt. Liu Bei ist so wütend auf Sun Quan, dass er ihn angegriffen hat, weil Guan Yu getötet wurde von der Wu-Armee, weil die Wu-Armee die Shu-Armee verraten hat. Deswegen fand diese Schlacht ja statt, weil Guan Yu tot war und Guan Yu steht da in der Zwischensequenz. Totaler Bullshit. Aber das ist hier alles korrekt. Das ist, glaube ich, das korrekteste vom Korrekten hier, Dynasty Warriors 7. Deswegen, storytechnisch würde ich sagen, 92%. Sehr, sehr geil, muss ich sagen. Wirklich. Super umgesetzt. Grafisch ist es auch Bombe. Man muss ja mal sagen, es hat ja ein bisschen Kritik gekriegt. Jo, Full HD, voll scheiße so. Ja, voll scheiße haben sie auch nicht gesagt, aber es ist nur so mittelmäßig, die Grafik. Früher haben sie gesagt. Freunde, wisst ihr, warum das so ist? Weil es kein End-HD ist. In der Schlacht jedenfalls. In die Sequenzen sind die alle top. Kann man ja nichts gegen sagen. Aber in der Schlacht ist nicht das Super-HD vom Super-HDsten. Nee, das liegt daran, dass ganz viele kleine Gefreite auf einen Punkt sind. Und ja, so viele einzelne Dinger auf eine Diskette und das mit Grafik-Engine, dass die Grafik nicht runtergeschraubt werden muss, das zu fabrizieren, ist schon echt genial, dass das so eine gute Grafik noch hat. Und Dynasty Warriors 2 schlecht, man sah kaum, man konnte kaum weit gucken, die Gegner spackten rum, also es war noch richtige Prototyp-mäßig. Dynasty Warriors 2, was nicht unbedingt, ich finde es nicht unbedingt schlecht, das Dynasty Warriors 2, aber es ist sehr Prototyp-mäßig, so richtig unausgereift. Und das hier, Dynasty Warriors 7, Dynasty Warriors 6, das so gut mit der Grafik in der Schlacht noch, wie sie kaum runtergeschraubt wurde, trotz dass so viel im Abgeht. Das ist bemerkenswert. Ich sehe das ganz anders als die Zeitung oder die Internetbewertung. Ganz anders. Und jetzt kommen manche, du bist so Fan, so hypst es ja eh das Spiel. Nee, Freunde, es ist doch wirklich so. So viele kleine Offiziere und das auf ein Feld. Nee. Das ist eine super Grafik. Gebe ich auch 92%. Tut mir leid, das ist eine gute Bewertung, aber es ist leider so. Was bewerten wir noch? Wir bewerten noch Gameplay und Sound. Ja, Sound. Jetzt kommt nämlich die Kritik. Dynasty Warriors 3, Epic Sound. Dynasty Warriors 4, ja, hatte auch noch ein paar ganz gute. 5, 6 hatte wieder ganz gute dabei, aber auch. Und 7 ist jetzt das schlechteste. Dynasty Warriors 7 ist das schlechteste vom Sound. Es hat wirklich beschissene Soundtracks teilweise. Einzig Gute, der mir einfällt, ist Endschlacht, Guan Qiujian Rebellion und Chibi. Und vielleicht noch so ein paar vereinzelte, die noch gehen. Der Rest ist crap und einfach nur nervig, wie ich finde. Das ist ein großer Kritikpunkt. Ich finde den Sound nicht mehr so geil. Und ja, deswegen gibt es bittere Abzüge. Das tut mir leid. Ja gut, der Sound in den Zwischensequenzen ist immer passend und stimmig. Das finde ich gut, da punktet es wieder. Aber insgesamt kommt es leider nur auf 78%. Das ist schon zu hoch für, sagen wir mal, 75%. 75% für den Sound, weil die anderen Dynasty Warriors echt viel besser sind. 75 ist schon hoch. Also maximal 75%, 70 bis 75% nur. Der Sound ist echt nicht so geil. Kommen wir zum Gameplay. Endlich. Ja, die Ex-Angriffe sind neu gekommen. Das bietet neue Möglichkeiten. Das finde ich auch super. Bisschen neues Kampfsystem hier mit Level-Ups und so. Es war in Dynasty Warriors 6 ein bisschen ausführlicher mit den Level-Ups. Aber hier ist ganz gut komprimiert. Man muss nicht so lange Zeit investieren, um einen Charakter vollständig zu leveln. Alle Skills freizuschalten. Das finde ich gut. Haben sie hier das richtige Maß getroffen. Ich finde das Level-System besser als bei Dynasty Warriors 6. Was nicht alle so sehen, aber ich sehe es so. Und ja, wie gesagt,
Gameplay ist schon super. Ich finde es ein bisschen blöd, dass man meine Story mal einen Charakter nehmen muss. Story, dass die Story so aufgeteilt ist, wie bei Dynasty Warriors 4, finde ich zwar geil, aber dass man, warum macht man es nicht so wie bei 4? Bei 4 konnte man immer zu einem Charakter nehmen, wo man gerade Bock drauf hat. Und hier kriegt man immer einen vorgeschrieben, das finde ich nicht gut. Aber das, Freunde, holt der Eroberungsmodus wieder raus. Im Eroberungsmodus haben wir freie Wahl. Wir können ganz China erkunden, erobern, Waffen sammeln, Waffen schmieden, Quizze machen, über die drei reiche Städte erkunden. Das ist so geil, an Arena-Kämpfen teilnehmen. Ach, das ist so viel Geniales dran. Deswegen punktet das da stark im Gameplay. Jetzt kommt der einzige Kritikpunkt. Das Map-Design. Und da gibt's Abzüge. Da gibt's Abzüge, aber so richtig viele. Viele Maps wurden einfach aus anderen Dynasty Warriors Teilen übernommen. Hauptsächlich aus Dynasty Warriors 6. Innovation? Hm? Gibt's nicht? Ach so, ja, schade. Dynasty Warriors 3 hat so geile Maps. Man denke an die Nanman-Kampagne mit der Giftsee und den ganzen Dschungel und da ist rechts war so flussartig und links so in Westen so richtige Dschungelregion und dann die ganzen Naman-Elite-Truppen kamen. Die Naman-Kampagne fehlt ja hier ganz. War zu viel Arbeit, neue Map zu erfinden. Einfach nur Scheiße. Ja, sie gibt's im Eroberungsmodus, aber warum nicht in der Story? Ist doch Scheiße. Ist aber völlig daneben. Das ist wirklich ein großer Kritikpunkt. Die neue Burke Face aus Dynasty Warriors 6. Was zur Hölle? Aber wenn ich da nur drüber nachdenke, werde ich aggressiv. Also map-technisch gibt es echt fette Abzüge. Aber das andere holt es natürlich wieder raus, deswegen beschränke ich mich hier auf 85% fürs Gameplay. 80-85% ist solide. Ist ganz okay. Ist ja eigentlich gut, ne? 85%. Sagen wir mal 84%, dann ist nicht ganz so geil. Aber das ist schon echt stark. Freunde, mit diesen Worten möchte ich mich verabschieden. Schreibt mir eure Meinung zum Let's Play, zum Spiel. Auch in den Comics würde mich mal interessieren, wie ihr das Spiel findet, wie ihr das einordnet. Wenn ihr mehr Dynasty Warriors kennt, wie ihr es seht, schreibt mir eure Reihenfolge, welches ihr am besten findet, falls ihr alle kennt. Was ist euer Lieblings-Dynasty Warriors? Wie findet ihr Dynasty Warriors 7? Wie habe ich das Spiel rübergebracht? Ja, noch ein paar abschließende Worte. Mir hat es immer sehr viel Spaß gemacht. Ich konnte das auch ganz gut rüberbringen. Ich habe das locker gesehen, weil manche finden das ja schwierig zu kommentieren, weil halt immer das Gleiche passiert, immer eine Schlacht und immer nur draufkloppen. Aber das habe ich ja ganz gut gemacht. Immer lockeren Sprühen und so, ja, habe ich das ganz gut verpackt, denke ich mal. Dass es immer interessant bleibt. Und wenn man ein bisschen mitfiebert in der Story, ist es sowieso immer episch. Ja, aber wie gesagt, das Defizit bei den Welten musste ich halt irgendwie rausholen. Ne? Konnte ich nicht viel auf die Umgebung eingehen, weil alles monoton war. Meistens wirklich, mir fällt jetzt nur ein, hier Chengdu ist aber auch aus Dynasty Warriors 6 übernommen. Die Map ist geil, Berg Dinjun ist auch relativ gut, finde ich auch nicht schlecht. Aber das war es da auch schon, ne? Doch, da gab es noch irgendwo eine geile Welt. Irgendwo gab es noch eine geile Welt. Mir fällt es jetzt aber nicht mehr ein. Wahrscheinlich, wenn ich gleich auf Aufnahme Stopp drücke. Ach, scheiße, hast die Welt vergessen. Oh, ich könnte jetzt ewig weiterreden. Bin so traurig, dass es vorbei ist. So ein geiles Spiel. Aber, Freunde, es geht weiter. Dynasty Warriors 7 Empires. Unbedingt reinschauen, ne? Ein neues Spiel ist seit 2 Monaten circa draußen. Das bringt schon frischen Wind auf meinen Kanal. Nee, das ist wirklich gut. Es kommt zwar nicht mit Dynasty Warriors 5 Empires mit, das kann ich euch schon mal sagen, aber es ist ein solides Game. Das ist schon ganz gut. Reinschalten, reinschauen, freut euch drauf. Ja, dann das Eroberungsmodus kommt noch und Dynasty Warriors 7 Extreme Legends kommt noch. Aber jetzt erstmal Empires. Ha. Freunde, mit diesen Worten, Daumen hoch fürs Projekt, für diesen Part. Und für alles, was dazu gehört. Für meinen Commentary. Nee, lassen wir's. Falls es euch nicht gefallen hat, könnt ihr das Video favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Let's Play. Danke fürs Ansehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein.